Stream. Neospace. Der Prolog. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt und zwar zu Neospace, einem, ihr habt es bestimmt schon erraten, wir sind irgendwo im Weltraum auf einem Schiff aufgewacht, ohne Erinnerung, und wir müssen uns, ja, mehr oder minder müssen wir uns hier durchwurschteln auf dem Schiff und im ganzen Universum. Ich bin hier gespannt. Ich bin so gespannt. Ich drücke hier erstmal einen Knopf. So. Ja. Okay, so, rein in die Einstellung. Hier ist schon mal alles getätet. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Schwierigkeit, 2 Tipps. Mhm, es ist normal. Das wollen wir so nicht. Das, okay, Vollbild, Dankeschön. Unschärfe. Das muss ich leider ausmachen. Ich glaube, das ist alles okay, wa? Wir machen mal einfach so. So, dann würde ich sagen, werden wir mal ein neues Spiel starten. Aber vorher, falls du neu dabei sein solltest, bei Angespielt spielen wir immer nur eine Dreiviertelstunde. Das soll euch einen anständigen Eindruck vom Spiel geben, Lust und Laune, das auch mal selber zu spielen, aber vor allen Dingen soll es eben noch ein bisschen was übrig lassen für euch, damit genau du auch noch was zum Entdecken hast. So, heißt also, ich höre mal auf zu quackeln, wir drücken hier drauf. Okay. Und dann wäre die große Frage. Oh. Ein Wurmloch tut sich auf. Die große Frage. Wo geht die Reise hin? Ey. Ey, wach auf! Aufwachen! Fuck, wo bin ich? Was zur Hölle? Hallo? Hallo, ist hier wer? Ich muss herausfinden, was hier passiert ist. Ich sollte mich mal umsehen. Das ist doch mal eine blendende Idee. Okay. Wo? Gerade war doch noch eine Frauenstimme zu hören. Es schien mir jetzt nicht so, als wäre es der Computer gewesen. Die Grafik ist ja wohl mal... Ach, schön. Ist wirklich schön. So. Ich hoffe, nicht mehr Informationen. Ja, ich hoffe auch. Anscheinend haben wir unser Gedächtnis verloren. Beziehungsweise... Hallo? Hallo? solchen Kram. Ah, eine Disk haben wir aufgehoben. Hier gibt's in den Kisten, weiß der Geier. Oh, ein Tablet. Ich glaube, das kann nützlich sein. Das könnte wirklich nützlich sein. Nütze Kuh. Aha. Wir booten mal. Wir booten mal ab. Wenn ich Kuh loslasse. Das wird aber interessant. Notes. Ich muss Q die ganze Zeit gedrückt halten? Nee, jetzt geht's wieder auf. Okay. So. Wir haben eine Karte gefunden. Mein Geheimnis. Ich bin so schlau. Mein dreistelliges Kabinenpasswort besteht einfach aus diesem Text. Simpel und effizient. Aha. Okay. Nun gut. So, dreistelliges Kabinenpasswort. Simpel und effizient. Mhm. Sehr schön. Ist gut, dass er so angeben musste, damit wir jetzt in seine Kabine reinkommen. Ausgezeichnet. Ich freue mich. Ich freue mich an Cola-Keks. So, eine Brechstange. Eine Brechstange. Ich nehme sie vorsichtshalber mit. Woher kenne ich denn bitte schön diese Synchronstimme? Ich komme noch drauf. Vielleicht. Mal gucken. So, hier ist... Hier ist solch ein Kram. Hier ist noch eine Disk. Hierhin? Geht das jetzt auf? Es geht auf. Okay, gut, die Steuerung ist immer noch ein bisschen merkwürdig. Ich hatte noch eine Disk gefunden. Hier gibt's 5. Das wird uns schon mal verraten. Okay. Heißt also, wenn ich jetzt... Hier, ach... dieses Tablett scheint kaputt zu sein. Vielleicht kann ich es ja reparieren. Dieses Tablet schien kaputt zu sein. Vielleicht kann ich es ja reparieren. Schien. Schien, sagt er. Aber es scheint. Das sind zwei unterschiedliche... Naja, egal. So, warte. Einmal wieder raus hier, bitte. Nee, danke. Ja, sehr schön. Einmal das wieder zurück. So, dann wird ja hier eine schöne Schnitzeljagd. Wir gucken... Ich dachte, da liegt einer. So, wir werden uns mal umschauen. Eine Taschenlampe wäre echt nicht verkehrt. Wir haben zum Beispiel schon mal ein Klo. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Im Gegensatz zu Star Trek. Wir können hier... Genau, eine Keycard kann man immer gebrauchen. Ein Klo auch. Hier ist noch eine Disk. Kann ich... Okay, wir haben die 1. Krankenaufen. Was? Krankenaufenteil? Krankenaufenteil. Wie lange liege ich hier? Auf den Halt wahrscheinlich. Wie lange liege ich hier wohl schon allein herum? Hätte ich doch nur die Kraft aufzustehen und nach den anderen zu sehen. Was haben sie mir gegeben? Ich habe solche Schmerzen. Okay, dann, ist es von uns oder ist es noch von jemand anders? Wir lassen uns mal überraschen. So, die Suche geht weiter. Hier ist ein Schraubenschlüssel, mit dem kann ich nichts anfangen. Irgendwelche Sauerstoffflaschen? Keine Ahnung. Kein blassen Schimmer. So, warte. Einmal durch. So, hier kann man nichts machen, da kann man nichts machen. Werden wir... Wir können die Keycard benutzen. Ich kann die Keycard benutzen. Benutze E und eine Keycard. Ich benutze E und eine Keycard. Muss man so tun? Okay, gut. Wir haben noch eine Keycard. Wir haben noch eine Keycard. Ah, es ist doch nicht... Okay, gut. Da wäre für die 01. Da haben wir aber noch nichts drauf. Da hatten wir noch nichts. Wir hatten ja nur den anderen. Hier könnten wir hacken. Hack OS. Okay, wir können das Cracking-Tool. Version 1.0.2.1. Ja, okay. Crack-Door. Failed. Sicherheitsprotokolle. Beginnende Eliminierung von Eindringlingen. Was? Was zum Henker? Was zum... Oh Gott, die Steuerung. Heilige. Nee, wir müssen da drauf. Okay. Alter, es ist schön matschig. Ich traue mich jetzt nicht mehr, so doll zu drücken. Es ist... Alter, ich habe keine... keine großartige Kontrolle hier darüber, wie zum Teufel wo wir lang springen. Alter Schwede. Nein. Ja. Holy. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wir kommen dem Ganzen schon ein bisschen näher. So, ich hoffe... Oh Gott, oh Gott. Wir sind zu langsam gewesen. Wir sind viel zu langsam gewesen. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe mir jetzt mal ein bisschen mehr Mühe. Zur Abwechslung gebe ich mir jetzt mal ein bisschen Mühe. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist, langsam gewöhnt man sich aber an die Steuerung. Aber die ist super merkwürdig. Das ist wirklich super merkwürdig. So. Da hoch, hier hoch. Sind wir bald durch hier, Freunde der Nacht. Haben wir bald geschafft. Wenn das Hacken nur aus Hochspringen besteht. Sicherheitssysteme offline. Okay, das haben wir hingekriegt. Alter Schwede, meine Augen. Wir öffnen mal die Tür. Warte mal, ich muss mal kurz wegpacken. Hallo? Oh, hier ist gar niemand. Hier ist wirklich gar niemand. Wir... Sind das Roboterarme? Zumindest... Ja... Okay, es sind wirklich Roboter. Da unten lag eine Hand. Irgendwelche Torsen, sowas in der Richtung. Noch mehr eine Kiste. Alles mögliche mit... Wir nehmen einen Schraubendreher. Ich war zwar nie handwerklich begabt, aber man weiß ja nie. Ja, zur Not kann man irgendwo das Ding reinstecken und da drin rumrühren, wa? So ein Schraubendreher ist ja immer geil. So, warte. Hier gibt sonst nichts. Hier gibt's noch Keycard Nummer 2. Nummer 2. Okay, benutze E und eine Keycard Stufe 2. Ich habe nur Keycard Stufe 1. Das ist natürlich ungünstig. Hier müssen wir also nochmal wieder zurückkommen. Kann ich... Das sieht doch auch rätselig aus. Das sieht auch vor allen Dingen aus, als stünde es unter Strom. Mein Gott, so. Sehr gut. Hier liegt noch eine Disk. Da liegt noch eine Disk. Hatten wir das vorhin auch schon? Wir können Games spielen? Oh, du grüne Nonne. Wallpaper gibt's auch. Nee, das war eine Dingsdisk, war? Hoppala. Ich bin doof. Recorder. War das Recorder? Nee. Also war es denn doch nicht? Oder war es jetzt wirklich Games? Es war wirklich Games. Ein Shop. Es gibt einen In-Game-Shop. Schweinerei. Ich hab... Was kann man tun? Ich hab keinen blassen Schimmer. Ach. Aha, okay. Holy. Oh Gott, diese Grafik. Oh Gott, oh Gott. Oh, meine Oh mein Gott. Ich werde... Davon werde ich meinen Kindern noch erzählen. Heilige, guckt sie an, wie die Laser strahlen. Es ist so hardcoreig. So, nun gut. Einmal raus hier. Ich muss mich echt... Puh, ich muss erstmal kurz Verschnaufpause einlegen. Ich muss mich kurz beruhigen. Es war ein Erlebnis, wie man das sonst nicht hat. Die Keycard 1. Wir hatten doch die Notes. Wenn wir jetzt hier 1 hätten. Also er war im Krankenhaus. So. Ja. Sein dreistelliges Kabinenpasswort besteht einfach aus diesem Text. Simpel und effizient. Hm. 639. Warte. Sechs, drei, neun. Simpel und effizient. So, sehr schön. Hoppala. Wir müssen einmal so machen. Ich habe jetzt einfach, ja, für jeden, der sich jetzt wundert, ich habe einfach die Buchstaben gezählt. So, hier gibt es noch eine schöne Disk. Hier gibt's... Was zum... Haben wir Feuerlöscher? Warte mal, ich muss nur die Karte nehmen. Stufe 2. Ich glaube, die wird noch nützlich. Das stimmt wohl. Die wird noch richtig nützlich werden. Vor allen Dingen, was zum Henker? Was ist denn hier passiert? Warum zum... Hä? Wird hier nicht aufgegessen. Deshalb brennt's. So, einmal raus hier. Okay, gut. Alles überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt Stufe 2 am Start. Möchten wir, dass die Sicherheitssysteme online bleiben? Nur weil wir sie ausschalten können, heißt es ja nicht, dass es gut wäre. Wir gucken uns nochmal ganz kurz um. Wenn jetzt hier so ein Maschinengun, ja, Turret hier direkt gleich von der Decke klatscht und uns aufs Korn nimmt, dann wissen wir Bescheid. Hier gibt es ja schon wieder ein Klo. Der Wasserhahn. Dankeschön. Der Wasserhahn tropft ein bisschen, aber deswegen bin ich da gerade nur hingegangen. Wir gucken mal. Warte mal. Wir gucken mal nochmal hier. Nummer 3. Auf der richtigen Fährte. Diese jeder ein Stück Theorie verwirrt mich. Wieso wird uns nicht alles anvertraut? Doch wenn ich überlege, erinnere ich mich, dass unsere Namen und Dienstnummern aufeinander abgestimmt wurden. Das Passwort könnte mit unseren Dienstnummern zusammenhängen. Das werde ich einmal überprüfen. Doch hoffentlich ist mein Partner Elio nicht in der Nähe. Den kann ich gerade nicht gebrauchen. So, okay, gut. Die Dienstnummern, Namen und Dienstnummern könnte mit den Passwörtern zusammenhängen. Okay. Okay. Wir lassen uns mal überraschen. Haben wir sonst noch irgendwie was gefunden? Ich glaube nicht, wahr? Hier haben wir noch die 4. Warum stinkt es hier so? Aha. Das bist du. Geh weg. Ah. Das gucken wir uns an. Was stinkt hier so? Was bist du? Geh weg! Das ist natürlich ein schreckliches... Oh Gott, ich kann mir das gar nicht ausmalen, was ihm da widerfahren ist. Huch. So, achso, hier, nee. Einmal zumachen. So. Ach, wir haben ja immer noch die Keycard. Warum zum Henker haben wir die Keycard? Wir haben ja die 2. Wir könnten nochmal... Hallo? Keine Ahnung. Auch noch die große Frage... Was stinkt da so? Kommt hier irgendwas? Irgendwie aus dem Moloch des... Holala. Hier unten irgendwie rausgekrochen oder was? Oder wie sieht das aus? Hier ist abgeschlossen. Keycard 1. Kein Problem. Keycard 1. Habe ich am Start. So. Sperr auf die Türe. Hallo? Wo... Was? Ich hatte jetzt mehr erwartet. Ich hatte deutlich mehr erwartet. Was ist das hier? Hier haben wir noch eine Disk. Hier ist sonst... Ich suche mal... Okay, da hat jemand seine Sammelfigur vergessen. Ich hab mich... Eine Millisekunde habe ich mir gedacht so... Hä? Das ist aber merkwürdig. Warum steht hier so ein kleiner Mensch? So. Okay. Was zum Henker ist denn hier überhaupt passiert? Warum ist denn hier alles so im Arsch? Haben wir irgendwie eine Schlacht gehabt? Irgendwie auf der... Hier, durch... Da hinten sieht man es ja noch brennen. Ich höre mal in die Aufnahme rein. Beziehungsweise... Hatten wir nicht die 4 gerade? Nee. Heißt also, wir hatten... Luna, ich habe dir schon oft gesagt, du sollst in deinem Zimmer bleiben. Denn dort kann dir nichts passieren. Sirius, du bist zu streng mit ihr. Das kann sein, aber ich möchte sie beschützen. Ich wusste damals nicht, worauf ich mich einlassen würde, als ich entschieden habe, sie mitzunehmen. Wer ist denn Luna? Also so ein bisschen, naja, da rennt hier noch eine Katze rum oder sowas in der Richtung. Aber die versteht sie ja eh nicht, also keine Ahnung. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Haben wir noch irgendwie was gefunden? Oh, Wallpapers, okay. Ugh. Oh, meine Augen. Ja, komm, nee, lass mal das. Kickstarter. Kickstarter? Ach so, ich bin so doof. Wir haben hier... Oh Gott, es fehlen noch... Meine Fresse. Es fehlt noch reichlich. Es fehlt wirklich noch reichlich. So, hier einmal durch, da einmal durch. Wir könnten allerhöchstens noch mit die Sicherheitsprotokolle abschalten. Aber was hätten wir davon? Was zum Teufel hätten wir davon? Ich bin mir unsicher. Da hinten ist noch ein Schiff. Ein großer roter Knopf. Ich will ihn drücken. Ich will ihn... und noch einer. Ich will sie alle drücken. Wo zum Henker ist denn bitte schön die Crew abgeblieben? Wo sind... Boah, es ist schon ein bisschen... Ist wirklich super schön gemacht. Heilige... Alter Schwede. Was zum Henker? Was passiert da? Platzt der Mond gleich auseinander oder kriegen wir andere Probleme? So, Alter, ist das... Boah. Oh, ist wirklich schön. Ist wirklich schön gemacht, diese Tiefe. Dieser, keine Ahnung, was ist das? Ist das ein weißer Zwerg? Ist das ein Neutronenstern? Ich habe keine Ahnung. Es sieht alles ein bisschen gruselig aus. Kriegt alle so Tiefe. Kriegt alle irgendwie so eine monströse Gestalt quasi da hinten. Extrem gut gemacht. Ich feiere das sehr. So, hier ist noch eine Disc. Die werden wir uns gleich mal reinziehen. Die andere übrigens auch. Hier ist auch echt überhaupt nicht mehr. Nee. So, wir haben noch eine Figur gefunden. Die taucht hier aber nirgendwo auf. Sehr merkwürdig. So, wir haben Nummer 4 gefunden. Der Weg zur Lösung. Interessant. Ich habe herausgefunden, dass die Codenummern das Passwort sind. Sortiert wird bestimmt nach dem Alphabet. Die Crewnummern. Aber woher kriege ich jetzt die Crewnummern? Also über die 5 dann, oder wie? Beziehungsweise Sirius hatten wir jetzt ja. Wie hieß der andere? Hier fehlt die 3. Oh, das ist doch... Ich halte doch schon die Augen offen, aber irgendwie, irgendeine kleine Ecke gibt es immer noch. So, Luna, Sirius, Luna, ich habe keine Ahnung, ob die zur Kuh gehört. Sirius und da war doch noch einer, wie hieß denn der andere? Ich weiß es gerade nicht, ich sehe den Namen aber auch nicht. A, B. B sagt Sirius, A haben wir aber den Namen nicht. Nee, B. Bei B haben wir den Namen nicht. Ich bin so doof gerade. Ich bin gerade am Überlegen. Das merkt man vielleicht. So. Irgendwas Stinkiges läuft an. Vielleicht ist auch Luna, die gerade irgendwie ihren Kopf im Thunfisch hatte, quasi. Und jetzt irgendwie Streicheleinheiten. Brachial, grobe Streicheleinheiten haben möchte. Ich bin mir unsicher. So, warte mal. Können wir hier... Wollen wir uns das nochmal anhören? Muss eigentlich, oder? Luna... Ich habe dir schon oft gesagt, du sollst in deinem Zimmer... Ach, hatten wir ja schon. So. Das hatten wir schon. Nee, hatten wir dann doch schon alles. Ich bin so doof. So, das kurz aus. Weg, raus. Uns fehlen noch 2 Pads. Beziehungsweise 2 Daten fehlen uns noch. Ist auf der Seite... Ich guck mal. Ich wünschte, wir hätten eine Taschenlampe. Hier ist aber nichts. Die Dinger sind jetzt so groß, die sollte man eigentlich nicht übersehen können. Und das Schiff ist ja auch halbwegs überschaubar. Das Schiff ist wirklich halbwegs überschaubar. Ich würde mal behaupten, wir haben eigentlich, ja, du und ich, wir haben ja hier alle halbwegs anständig abgesucht. Sehr merkwürdig. Liegt hier auf dem... Liegt hier auf dem Flur eventuell noch was? Da bin ich ja mehr oder minder nur durchgerannt. Jetzt Brands hier. Haben wir hier im Bett vielleicht noch irgendwo was zu liegen, was ich übersehen habe? Oder hier oben? Nee, sind wir. Nee. Da ist auch nichts mehr. Hinter der Couch. Liegt hinter der Couch was? Nö. Da prasselt schön das Feuerchen. Schön, dass hier irgendwie eine... Naja. Hier gibt es kein automatisches Löschsystem. Ist natürlich alles nicht so vertrauenserweckend. Hier ist aber auch nix. Hier ist nix mehr. So, warte mal. Wir gehen jetzt mal hier hin. Dann hauen wir hier einfach mal, ja, hier Keycard 2 rein. Aber dafür müssten wir ja... Keycard 2 ist okay. Und jetzt? Haben wir noch... Es wird mir nichts angeboten? Haben wir jetzt noch irgendwie einen Bereich frei? Haben wir irgendeine Tür aufgemacht? Oder... mehr Zugriff bekommen oder so, aber warum machen wir das an dieser Station? Würde mich jetzt auch irgendwie wundern. Ich hab keinen blassen Schimmer. Kann man hier noch irgendwie was täten? Haben wir hier irgendwo noch... Uns fehlt ja noch ein bisschen was. Uns fehlt ja definitiv noch ein bisschen was. Haben wir hier hinter irgendwo was? Nö, sieht nicht so aus. Hier haben wir auch nichts, da haben wir auch nichts. Hier ist nichts, da ist nichts, hier ist nichts. Ich habe jetzt eigentlich hier in diesem Raum, und die Betonung liegt immer wieder auf eigentlich, weil ich kann natürlich auch ein bisschen was übersehen. Alles abgesucht und ich finde hier nichts. Der Raum ist... Was war das denn? Achso, Tür schließen. Der Raum ist clear. Ich mache mal hier zu. Da kann ich mir das besser merken. Dann gehen wir hier rein. Hier hatte ich aber auch alles... Sterben wir, wenn wir da reinkommen? Ich glaube nicht, oder? Bestimmt nicht. So, hier ist nichts, da ist nichts, hier ist nichts. Hier kommen wir nicht rüber, hier kommen wir nur lang. Hier ist aber rein ja nichts. Wenn wir hier an diesem blendenden Licht hier vorbeikommen, dann sehen wir hier ist aber auch nichts. Große Frage halt auch. Wo zum Henker müssen wir den Schraubendreher benutzen? Wo zum Henker haben wir das Brecheisen? Ja, genau. Wir haben Keycard 1, haben wir immer noch am Start. Hier gibt es auch immer manchmal so eine Dinge, die wecken immer so Begehrlichkeiten, dass man da drauf rumtatschen könnte. Funktioniert aber nicht. So, hier haben wir durch. Tür zu. So, dann gehen wir hier nochmal weiter. Hier Brands. Hier waren wir eigentlich auch schon drin. Theoretisch. Ja, siehst du, Tür war noch offen. Tür war noch offen. Wir haben hier nicht hundertprozentig durchgeguckt. So, siehst du, alles richtig gemacht. Es war nur pures Glück. Vielleicht war es auch nur Zufall. Mal gucken. So, wir haben noch ein Kärtchen. Haben wir nicht noch ein Kärtchen? Waren die nicht rot? Ach, die war rot. 5. Nee, die 3 hat gefehlt. Hört auf! Wir sind ein Team, das zusammenhalten muss. Wir müssen als Team das Kommando auf der Brücke aufrechterhalten, um sensible Daten vor Unbefugten zu schützen. Wir dürfen uns nicht gegenseitig verraten. Deshalb wurde jedem von uns nur ein Teil des Kommandopassworts mitgeteilt. Aha. Okay, gut. Gut, ja, das Kommandopasswort. Damit wir mit dem Schiff... Ja... nach Hause kommen, irgendwo hin, wo Rettung quasi naht. Oder es ist doch, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch nur der weitere Sprung in das nächste Abenteuer. Ich mach mal hier auch zu. Jetzt haben wir noch diesen Raum hier. Den würde ich aber nicht zumachen, weil wir hätten ja noch hier diese Station. Jetzt keinen blassen Schimmer. Hier fehlen auch irgendwelche Sachen, da hängen die Kabel raus, überall liegt Zeug und Kram rum. Vor allen Dingen Roboterzeug und Kram. Was ich nicht verstehe, hier ist so eine, keine Ahnung, könnte ein Laser sein, könnte, keine Ahnung, könnte auch eine übertriebene Waschmaschine darstellen. Ich bin mir unsicher. Es erklärt aber auch alles irgendwie nicht. Die Brotkrumen sind sehr, sehr rar und sehr trocken, als dass man aus ihnen leider ablesen könnte, wo zum Henker denn die Crew abgeblieben ist. Und was mit dem Schiff passiert ist. Sehr, sehr merkwürdig. So, das ist nichts, das ist nichts, hier ist nichts. So, große Frage. Haben wir hier noch irgendwas? Strom läuft so halbwegs. Strom läuft so halbwegs. Die Dinger sind alle an. Die Dinger sind alle an. Hier gibt's nichts mehr. Was ist mit dieser kleinen Figur? War das jetzt nur ein Sammelgegenstand irgendwie, den wir nur zufällig gefunden haben? Quasi eine kleine Belohnung, dass wir uns so gut umgeschaut haben. Aber hier ist sonst nichts. Hier ist nichts. Außer türkise Lichter. Mehr ist hier nicht. Wir können hier nicht an den Rädern drehen. Wir können sonst hier nichts machen. Wir können hier gar nichts machen. Und das war hier voll der Aufwand. Naja, in Anführungsstrichen Aufwand. Wir haben es ja einfach nur mit der Keycard geöffnet. Mehr war es ja nicht. Ich mache trotzdem mal zu. Und jetzt große Frage. Da war die Tür schon ein bisschen schwieriger. Große Frage. Wie geht's weiter? Wo finden wir die letzte Karte? Uns fehlt noch die letzte Karte. Die Nummer 5 fehlt. Um quasi dann eben zu sehen, wo zum Henker wo wir die, die Personalnummern herkriegen. Wo kriegen wir die Personalnummern her? Und wo muss man denn den Schraubendreher einsetzen? Oder muss ich den einfach nur ausrüsten und dann wird mir das angezeigt? Ist das Spiel so gemein? Ist es gehässig? Genauso wie die Brechaxt. Die Brechstange. So, warte. Nee. Ich hätte jetzt aber auch nichts gesehen, wo man jetzt hätte noch irgendwie eine Brechstange oder einen Schraubendreher hätte nehmen müssen. Außer vielleicht hier, um so eine Kiste zu öffnen, aber mehr auch nicht. Ich mache jetzt übrigens schon wieder alle Türen auf. Hier gibt's noch Maulschlüssel. Hier gibt's auch noch fette Riesenzahnräder. Das Wasser sieht jetzt neu mit extra viel Isotopen. Ach, lecker. So, erfrischt den ganzen Tag. Dann nee. Hier ist nichts. Nicht mal das Geringste. Hier brennt ein schönes Feuerchen. Ich will da nicht reinspringen, dann bin ich am Ende noch tot. Ich frage mich sowieso, warum zum Teufel das explodiert ist. Vielleicht könnten wir das ja mit der Brechstange ausprügeln. Vielleicht funktioniert es. Ich möchte bezweifeln, aber langsam. Ich habe keine Ahnung. Wo wollen wir hin? Was wollen wir machen? Was müssen wir tun? Ich habe keinen blassen Schimmer. Dieser Knopf ist rot oder möchte, also hier ist so ein Hebel, der möchte gerne gedrückt werden, aber nö, damit können wir gar nichts machen. Um das Hilfesystem anzuschalten. Ja, nee. Nein, danke. Munter ans Werk, Mr. Freeman. So, sehr schön. Wir haben eine schöne Brechstange am Start. Es ist doch, ja, keine Ahnung. Hier ist nichts, da ist nichts, dort ist nichts. Irgendwas übersehe ich, wofür ich mich wahrscheinlich wieder mal richtig schön in den Hintern beißen könnte. Aber wir haben alles abgesucht. Hier ist, ich kann damit nicht schlagen, nichts machen, nichts tun, gar nichts. Null. Nichts kann ich tun. Ich kann hier aber auch nicht mehr die Karte rausnehmen. Das Ding ist immer noch online. Die Karte ist okay. Das war der einzige Unterschied. Das Sicherheitssystem war die ganze Zeit online. Ist jetzt nicht so, als hätten wir da irgendwie was gemacht. Beziehungsweise hat ja auch keine Auswirkungen gehabt. Was übersehe ich gerade? Was übersehe ich gerade? Außer diese eklige Portion an Post-its, was vielleicht Käse sein soll, und Erbsen, Spinat. Ich hab keinen blassen Schimmer. Es sieht nicht so schön aus. Es liegt zurecht auf dem Boden. Ich kann das voll nachvollziehen. Hier liegen Säcke. Es sind Säcke. Hier sind irgendwelche Zettelchen. Keine Ahnung. Damit können wir aber auch nichts anfangen. Wir haben aber auch keinen Zugriff auf die Personalakten. Wo werden wir denn die finden? Ich setze jetzt quasi alles auf die letzte Datendisk. Aber wo sollen wir denn die hernehmen? Was ist das da? Nee, das ist nichts, klar. Hier im Blumentopf ist auch nichts. Hier ist nichts. Rein gar nichts. Hier ist nichts. Nicht, dass ich hier was sehen würde. Ein bisschen heller wäre natürlich auch schon. Natürlich auch echt von Vorteil. Im Klo haben wir noch nicht nachgeguckt. Kann ich hier drücken? Kann man nicht. Wir müssen Wasser sparen. Im Weltraum müssen wir... Im Weltraum müssen wir Wasser sparen. An der Decke habe ich leider nicht geguckt. Hier ist kaputt. Nirgendwo was zu sehen. Hier war ich jetzt aber wirklich sehr gründlich. War ich hier sehr gründlich? Ich war hier wirklich sehr gründlich. Ich war wirklich sehr gründlich. Hier nochmal rein. Ich habe hier... Nee, da ist nichts. Hier ist nichts. Da ist nichts. Könnt ihr hier nochmal drauf springen? Wir könnten hier nochmal in den Blumenkasten gucken. Ich hoffe, wir kommen hier hinten wieder raus. Das wäre echt ein Träumchen. So, warte. Da unten... Nee, ist nur ein fliegendes, leuchtendes Staubkorn. Schönes Setup. 3 Monitore, ist geil. Ist wirklich cool. Bisschen wenig Beleuchtung, aber naja, das Ambiente, ha? Hier ist auch nichts. Wir könnten hier hinten nochmal gucken. Ich bezweifle, dass es hier noch ist. Könnte mich natürlich wieder täuschen. So, warte mal. Hier ist nichts, außer ich stehe drauf. Hier ist aber auch wirklich ja nichts. Hier wäre noch ein Pad, aber das ist kaputt. Hier sieht es aus, als würde es nichts mehr geben. Nichts. Hier ist nichts. Ich mache diese Tür zu. Da müssen wir nie wieder reingehen. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen. Spricht er. Sein Zukunfts-Ich wird dem aber wieder widersprechen. Und sagen, habe ich da wirklich drin geguckt? Ich habe jetzt alle Räume abgesucht und nichts gefunden. Vergangenheits-Ich habe mich betrogen. Der hat gar nicht richtig gesucht. So, und dann wird er wieder die Tür aufmachen. Ich verspreche euch, das wird passieren. Es wird passieren. So, hier einmal durch. Da haben wir nichts, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts, da haben wir nichts. Oben an der Decke ist nichts. Hier haben wir Feuer. Ich würde es gerne mitnehmen. Kann ich diese Wasserflasche nehmen und da reinkippen? Damit wir hier endlich mal... Ich komme hier gar nicht hin. Hier ist... Das ist komplett ab... Okay, der Raum ist komplett abgesiegelt. Vielleicht ist er dann ein Schutzschild. Das ist das Eindämmungsfeld, ja, fürs Feuer. Das brutzelt da jetzt noch schön vor sich hin, aber es kann einem gar nichts anhaben. Es sieht einfach nur schön aus. Es ist so ein bisschen Ambiente. So, hier ist gar nichts. Nicht das Geringste. Hier ist wirklich überhaupt nichts. Wo zum Henker ist die letzte Karte? Das... nichts. Das ist rein gar nichts. Ne. Wir machen hier zu. Wir machen hier zu. Ich gehe nochmal hier rein. Also, hier ist auch gar nichts. Null, nischt. Nischt, nada, niente. Dieses Ding, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Was sollte das? Warum haben wir das gemacht? Und was hat das für Auswirkungen? Und natürlich... was bringt das? Was bringt denn das? Hier ist nichts, da ist nichts, dort ist nichts. Wir suchen jetzt hier wirklich schon irgendwie gefühlt das dritte Mal alles ab. Und ich finde nichts mehr. Da ist nichts drin, hier ist nichts drin. Nix, nix, nix. Gar nichts. Mann, ist das ein Nüsschen. Das ist wirklich ein Nüsschen. Habe ich an der Decke geguckt? Ich habe natürlich nicht an der Decke geguckt. Ich habe hier auch nicht auf der großen Waschmaschine geguckt. Da ist aber augenscheinlich auch nichts. Hier ist nichts. Da hinten hängen nur Kabel runter. Hier sind irgendwelche Pots. 3 allerdings nur. Das sieht so... ach, wird wahrscheinlich nicht zur Flucht sein. Sieht nicht... könnte Stase sein. Ich bin... ach, keine Ahnung. So, was das soll? Keine Ahnung. Warum ich diesen Knopf nicht ziehen kann? Oder diesen Hebel? Puh, ich weiß es nicht. Ich wünschte, es würde gehen. Und wir würden hier irgendwie weiterkommen. Das ist immer ein bisschen unbefriedigend, weil ich will euch ja das Spiel vorstellen, ja? Und eine halbwegs anständige Figur dabei machen. Sonst... sieht das immer so aus, das Spiel ist irgendwie doof. Und dann lädt sich dann wieder keiner runter. Das ist ja... das wollen wir alle nicht. So, da hinten haben wir zugemacht. Da hinten haben wir alles zugemacht. Wir haben... ich war hier drinne. Ich war hier drinne. Aber mein Vergangenheits-Ich, den kann man nicht trauen. Dem kann man einfach nicht trauen. Weißt du, der huscht hier so ein bisschen durch, so ein bisschen Larifari, so tüttelü, und sagt irgendwie, er hat hier alles abgesucht. Aber eigentlich hat er das nicht gemacht. Eigentlich hat er das nicht gemacht. So, ich spute mal. Das ist der letzte Raum, wo wir noch irgendwie irgendwas machen können. So, hier haben wir Sternenkarte wahrscheinlich. Der Navigationstisch. Wir können hier nichts machen, wir können da nichts machen, wir können hier nichts machen. Habe ich irgendwo, was man noch gucken könnte? Ich weiß nicht, wo man die Brechstange oder den Schraubendreher benutzen muss. Kommt das noch? Oder haben wir irgendwas übersehen? So, der Krankenhausaufenthalt. So, das ist ja das eine. Ja. Das ist ein Geheimnis, ja. So. Das hatten wir auch. Das hatten wir auch. Die Crewnummern sind das Passwort. Ich wüsste noch nicht mal, wo zum Henker ich das Passwort eingeben sollte. Und uns fehlt leider die Nummer 5. Die Nummer 5 fehlt uns. Hier haben wir alle durch. Es führt alles aufs Kommandopasswort hinaus. Und ein merkwürdiges Geheimnis. Irgendwas ist quasi durch die Kanalisation gekommen. Große Frage. Wir waren jetzt schon 5-mal am Klo. Gefühlt. Gefühlt 10-mal. Gefühlt zu oft. Nee. Ich hab natürlich schon wieder... wir waren noch nicht genug da. Ich glaube, ich habe vergessen, wo zum Geier das Klo ist. Hier ist das Klo. Ist ein bisschen merkwürdig. Warum? Ja, da sagt einer, es stinkt hier so, ich verbinde das sofort mit Klo. Interessant, interessant, aber es ist naheliegend. Und dieser Wasserhahn tropft wie Sau. Kann man eventuell... Ich kann hier aber nirgendwo dran grabbeln. Ich kann das nicht. Es geht nicht. Nee. Es funktioniert nicht. Ich wünschte, wir könnten jetzt hier das Ding hier irgendwie weghebeln und dann würden wir hier in die zweite Etage kommen. Beziehungsweise hier unten gibt es noch irgendwie die Datenkarte, ja, Nummer 5. Funktioniert aber nicht. Das funktioniert leider nicht. Das funktioniert auch nicht. Hier kann man auch leider nichts machen. Ich klicke wie ein Weltmeister. Man wird es wahrscheinlich hören in der Aufnahme. Also, ja, keine Ahnung. So, wir könnten es nochmal mit dem Schraubendreher probieren. Es stochert ja nicht mal. Der ist ja nur so lustlos hier so an der Seite. Wie so ein Wurmfortsatz hängt er an unserer Hand. Wir können ja aber auch überhaupt nichts machen. Null. Nicht. Nicht nada niente. Ach Mensch ey. Wo könnte denn noch müffeln? Wo könnte noch muffen? Fragen über Fragen. Hier gibt's nichts, außer in diesen komischen Behältern ist irgendwas drinne. Oder in den Pots ist was drinne. Irgendwo muss ja immer noch die Crew sein. Das Sicherheitssystem ist immer noch online. Hier kann man partout nichts machen. Weder mit Schraubendreher noch mit irgendwas. Uns fehlt immer noch die letzte Karte. Ich finde sie partout nicht. Es tut mir super leid. Vielleicht hast du sie schon gesehen. Vielleicht hast du auch schon entnervt abgeschaltet. Vielleicht schreist du auch immer noch den Monitor an. Ah, ich höre es leider nicht. Ich höre es leider nicht. Du bist zu leise. Du musst viel lauter. Du musst viel, viel lauter. Die Nachbarn müssen schon an die Wand bummern. Ach Mensch, ey, das ist... Ich weiß auch nicht, was das hier sollte. So, warte mal. Wir machen hier mal wieder zu. Hier drüben. Hier brennt's nur. Wenn hier keiner im Bett... Ja, keine Ahnung. Wenn keiner das Bett mit dem Klo verwechselt hat, wollte ich sagen. Dann solltet ihr eigentlich auch nicht muffen. Hier ist keine Karte. Hier ist keine Karte. Ich finde die nicht. Ich finde sie einfach nicht. Ich finde sie einfach nicht. Hier komme ich nicht weiter. Hier ist das Eindämmungsfeld. Da komme ich einfach nicht weiter. Da gehe ich nicht nochmal rein. So. Große Frage. Ich gehe jetzt nochmal hier auf die Brücke. Ich gehe jetzt hier nochmal auf die Brücke. Hier sind... Hier ist aber nichts quasi. Hier kann man nirgendwo dahinter. Hier auf den Pulten liegt eigentlich auch nichts. Es würde doch auffallen, sagt er und ist sich unsicher. Und wo zum Henker? Die Frage auch ist, wo soll man denn hier was eingeben? Wenn man hier schon irgendwelche Codes sucht, ja? Das ist ja das Rätsel, was wir zu lösen versuchen. Wo kann man das denn hier eingeben? Fragen über Fragen. Und ich finde die letzte Karte nicht. Ich finde die letzte Karte... Einfach nicht. Wo ist denn? Hat sich das... Ist der Ausblick anders geworden? Sehr unbefriedigendes Ende. Schon wieder. Verdammte Axt. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte im Dreieck springen. Das ist doch... Ach, Menschenskinder. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wo zum Henker wo zum Henker wir die letzte Karte finden. Was ist mit der Crew passiert? Warum ist das Schiff so beschädigt? Fragen über Fragen, die ich leider nicht beantworten kann. Aber ich hoffe, du hast einen guten Einblick vom Spiel bekommen. Es ist ja auch nur eine Demo hier. Letztendlich ist es ja auch nur eine Demo. Vielleicht geht es hier auch gar nicht weiter. Das wäre aber ein bisschen sehr... ist ein bisschen sehr komisch, aber wieder mal so ein trockener Strohhalm, an den ich mich klammere, um einfach nicht einzugestehen. Ich kann das hier nicht lösen. Das ist natürlich alles nicht so aufregend. Aber ich will trotzdem noch weitersuchen. Es ist ganz merkwürdig, obwohl ich alles abgesucht habe. Bin ich mir aber unsicher, wo es noch irgendwie weitergeht. Da oben ist nichts. Da liegt auch nichts. Es liegt hier nirgendwo was. Das ist... keine Ahnung. Das ist der Duschkopf. Der fehlt da hinten am Klo. Dann... ja, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, du hattest trotzdem ein bisschen Spaß. Du kennst das Prozedere, wenn dir hier das Spiel zugesagt hat, dann spring doch einfach mal zum Spieledealer deines Vertrauens, lade die Demo da selber runter, begib dich hier mal selbst auf Spurensuche und vielleicht kannst du das Rätsel um die verschwundene Crew, das zerstörte Schiff, das Kloakententakelmonster, ja. Vielleicht kannst du das Rätsel lösen. So, in diesem Sinne, hab noch eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao.